Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Wie man sehen kann, letzte Woche war zwar verkürzt, aber trotzdem, was die Wohler anging, oh, ziemlich heftig. Indizes auf breiter Basis negativ geschlossen. Es war die schwächste Woche dieses Jahr, die wir bis jetzt hatten. Und ja, zu Anfang wieder der Risk-Disclaimer. Alles, was ich im Video sagen werde, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Die Agenda ist ähnlich wie immer. Als erstes ganz kurz zum PCE bzw. zur Price Action. PCE war so ja, das Main Event der letzten Woche mit den FOMC Minutes. Und dann wie immer Earnings, Economic Calendar und im zweiten Teil des Videos dann Top-Down, welche Aktien, welche Sektoren könnten in der kommenden Woche Möglichkeiten bieten. Ja, also der, wie gesagt, der PCE, der kam am Freitag. PCE steht für Personal Consumption Expenditures, glaube ich. Es ist das bevorzugte Inflation Measure der Fed und wie auch alle anderen oder die meisten anderen Inflationsindikatoren, kam auch diese, wie man hier sehen kann, sowohl im Core als auch im Headline-Bereich, sowohl Month over Month als auch Year over Year deutlich über den Schätzungen rein. Hier auch nochmal grafisch dargestellt, hier oben der Core, also Core bedeutet Ex-Food und Energy. Da das eine sehr ja, volatile Komponente ist, dementsprechend rechnet man die da raus. Und man sieht hier relativ schön, das ist der Month over Month jetzt, dass der Rückgang hier dann doch deutlich schwächer war als die Monate zuvor. Und im Year-over-Year-Bereich, das ist der Headline-PCE, ähnliches mit 5,4. Und wie gesagt, die Erwartungen waren halt, wie man hier rechts sieht, schon deutlich niedriger. Ich habe hier noch bei Bloomberg einen ganz interessanten Artikel dazu gefunden. Ich lese es mal ganz kurz vor. Friday's data are only the latest indication that the economy got off a strong start in 2023, underscored by the biggest jump in consumer spending in nearly 2 years and a re-acceleration in closely watched measures of inflation. Also quasi ein Wiederanziehen, was natürlich dann die Angst um Stagflation, also quasi länger oder klebrigere Inflation, wie man vielleicht auf Deutsch sagen kann, weiter anfacht. Dementsprechend reagieren natürlich dann auch Dinge wie die Zinserwartungen. Also das quasi dann doch nochmal, ich glaube, es wurde mittlerweile ein weiterer Hike im Juni um 25 Basispunkte seitens der Federal Reserve eingepreist. Dementsprechend reagieren natürlich dann auch also der Bondmarkt drauf, die Renditen steigen dann, was natürlich, wie man aus 2022 dann sich noch erinnern kann, sehr negativ für den Aktienmarkt ist. Dementsprechend dieser auch letzte Woche dann doch deutlich schwächer. Ja, sieht man auch nochmal relativ schön in der Price Action. Hier oben links der S&P 500. Man sieht, man hat jetzt die 20-Tage-Linie doch relativ deutlich unterschritten. Der Freitag war noch ganz okay. Also die größten Verluste kamen hier aus dem Gap Down vom Vortag oder zum Vortag. Intraday hat man sogar leicht im Plus schließen können. Im Prinzip jetzt steuert man so langsam aber sicher auf die Base aus dem Januar zu. Also quasi die Zone, aus der die letzte Bärenmarkt-Rallye also quasi die letzte Supportzone, wo der letzte stärkere Move von ausging. Ob die erreicht wird, bleibt abzuwarten. Ist jetzt meiner Meinung nach noch alles im, das heißt, grünen Bereich, aber ich sag's mal so, das Sentiment vielleicht etwas zu negativ. Ja, dann hier rechts die Bond Futures. Man sieht hier relativ schön, ich habe hier vergangene Woche so eine Zone eingezeichnet um dieses Tief hier. Das wurde dann doch jetzt unterschritten, zumindest leicht, noch nicht komplett verloren, aber der Freitag war auch nochmal relativ schwach, was dem PCE geschuldet war. Das auf jeden Fall im Auge behalten, sollte der Druck auf der Seite nicht abnehmen, heißt die Renditen wieder etwas runterkommen, sehe ich persönlich für Aktien dann auch ja, mittelfristig oder ha haben mittelfristig dann auch wieder einen schwereren Stand. Ja, wie eben 2022 auch schon. Man sieht hier auch relativ schön der Dollar-Index, das heißt der US-Dollar auf gut Deutsch, seit Jahresbeginn oder seit Februar vor allem dann auch wieder deutlich stärker, jetzt wieder deutlich über der 20-Tageslinie. Und im Prinzip, wenn man so will, an den letzten Verlaufshochs, natürlich getrieben von der Higher for Longer Angst bzw. zunehmenden Realität. Öl relativ unspektakulär, ich denke, da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen. Im Endeffekt seit Ende letzten Jahres seitwärts unterwegs zwischen 70 und 80 Dollar. Gab ja auch keine relevanten News die letzte Woche über. Ja, dann Yields, gerade schon angesprochen. Hier sieht man es dann nochmal per Zahlen. Hier der Change Week over Week, wie immer in Basis Points. Man sieht hier relativ schön auf breiter Basis, vor allem die langlaufenden, also die Kapitalmarktrenditen, haben relativ stark angezogen. Und natürlich, was am krassesten ist, ist der Change Year to Date, also seit Jahresanfang auf breiter Basis, also sowohl der Geldmarkt bis zu einem Jahr als auch der Kapitalmarkt doch deutlich im Plus. Und ja, sämtliche Kombinationen weiterhin stark invertiert, daran wird sich zeitnah wahrscheinlich auch nichts ändern. Ja,
das auf jeden Fall im Auge behalten. Im Endeffekt, was wir sehen oder was den Aktienmarkt dann wieder stützen würde, wenn wir hier mal einen negativen Week-over-Week-Change sehen würden, war es die letzte Woche und die Woche nicht der Fall. Ja. Dann Sektoren Top Flop. Wie gesagt, letzte Woche die negativste seit im ganzen Jahr im S&P. Dementsprechend gab es nicht wirklich viel Positives. Ich sag's mal so, eher besser gehalten haben sich, wie dann meistens in der Situation, Consumer Staples, Building Materials, KIE steht für Versicherungen, also Financials, Utilities, und dann halt besonders unter die Räder kamen der RKK, Mining Metals, der TAN, also Solaraktien, und auch Homebuilder, also alles die eher klassischen Risk-On-Sektoren. Ja, wie man es erwartet halt. Hier auch nochmal relativ schön abgebildet. Nvidia hat tatsächlich aufgrund der Zahlen sehr positiv performt und konnte die Gains dann auch relativ gut verteidigen. Das vielleicht noch, das kann man noch hervorheben. Ansonsten, ja, gibt es jetzt wenig Outperformance. Ich glaube, LIN, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das dürfte schon Linde sein. Die sind ja, oder wurden am Freitag, glaube ich, war der letzte, also wurden aus dem DAX nicht geschmissen, aber haben den DAX verlassen und haben jetzt ihr Primary Listing in den USA. Das können wir gleich mal schauen. Aber das ist mir jetzt noch aufgefallen, weil die natürlich sehr grün ist. Ja, dann Earnings kommende Woche wird, ja, bleibt spannend, sagen wir es mal so. Wir haben, was Heavyweights angeht, wir haben Zoom, wir haben Occidental Petroleum, wir haben Berkshire. Wobei das nicht ganz stimmt, die haben jetzt am Wochenende die Zahlen schon gemeldet. Waren ganz gut. Geht ja. Cash-Bestand nach wie vor extrem hoch oder auf Rekordständen. Dann haben wir Target, Rivian, First Solar wird nochmal interessant. Monster Energy hat sich sehr gut gehalten. Builders First Source, auch interessant aus dem Construction-Bereich. Axen, die machen, oder aus dem Defense-Bereich. Celsius, die machen die Energy-Drinks. Okta, Cyber Security, dann Snowflake und Salesforce, natürlich zwei Heavyweights. Costco, C3 AI, das dürfte, ja, Aktie ist ja in den letzten Wochen zunehmend den Fokus gerückt aufgrund des AI-Themes bzw. ihrem Aktienticker halt. Dann noch Broadcom, Zscaler, Dell, Hewlett Packard. Ja, also auf jeden Fall nochmal einiges mit dabei, auch einige Heavyweights, dementsprechend da auf jeden Fall weiter ein Auge drauf haben. Economic Calendar, der ist packed, allerdings nicht mit, ja, also nicht mit den ganz großen Events. Wir haben Inventories, Wholesale und Retail. Wir haben PMIs, also Purchasing Manager Indizes, sowohl aus den USA als auch aus China, vor allem am Mittwoch aus China. Die wären natürlich wichtig, da es ein Leading Indicator ist, und man natürlich dann gespannt ist, wie es in der Wirtschaft läuft oder also, ja, wie die Aussichten sind. Das sind alles Diffusion-Indizes, das heißt alles über 50 steht für Expansion und alles unter 50 für Contraction. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, dann viel mehr kommt dann auch nicht. Dann haben wir halt noch die Fed-Speech ohne Ende. Wie immer, das ist aber nichts Neues, haben wir ja jede Woche. Und Initial Jobless Claims am Donnerstag noch. Aber ja, also die ganz großen Events haben wir nächste Woche nicht, was den Economic Calendar angeht, was ja durchaus ja, stützend sein könnte. Dann wie immer jetzt rüber der Wechsel in TradingView. Hier meine Watchlist für die kommende Woche, man sieht es hier oben rechts. Ich war die letzte Woche größtenteils abwesend, dementsprechend habe ich meine Positionen davor alle geschlossen. Mal sehen, ob sich das dann kommende Woche wieder ändern wird. Wen das Ganze genau interessiert, der kann mal in die Videobeschreibung schauen. Und da habe ich einen Link zu Discord reingepackt. Also wer die Watchlist quasi sich ausführlich anschauen will, der kann das in Discord tun. Ja. Dann jetzt rüber der Wechsel in TradingView, wie man hier relativ schön sehen kann, den S&P vielleicht am Anfang oder vielleicht ist man demnächst, der wird ja beim Rückgang bei so Abverkäufen dann doch wieder in den Mittelpunkt oder wird wieder etwas relevanter. Man sieht hier relativ schön, ist jetzt wieder in dieser Zone zwischen 20 und 25. Über 25 wird es meistens relativ, ja, ungemütlich, weil die Moves dann doch relativ rapide werden, also nach unten. Aber man sieht, da sind wir weit von weg oder vor allem halt auch der Freitag oder dann auch der Donnerstag. Obwohl der Markt weiterhin, ich sag mal, eher instabil war, ist der VIX nicht wirklich weiter Richtung 25 gelaufen. Gab jetzt in den letzten, ja, Wochen und Monaten, oder zumindest habe ich immer wieder mitbekommen, vermehrt Diskussionen, wie sinnvoll der VIX als 4-Gauge überhaupt noch ist, weil er sich eben vor allem auf Optionen, die eine Laufzeit von knapp 30 Tagen haben, bezieht. Und natürlich der Handel, oder mittlerweile gibt es ja auch extrem, also gibt es ja auch zum Beispiel auf den S&P, also den SPY, gibt es Optionen mit One Day oder Zero Days to DTI. DTI steht für Days to Expiration. Und wenn natürlich das Handelsvolumen an denen stark zunimmt,
Und ich sag mal, die 30-tägigen, nicht an Wert verlieren, das ist falsch ausgedrückt, aber halt einfach vom Gesamtvolumen her weniger Betrachtung oder weniger relevant sind, wie relevant dann der Indiz oder der Indikator an sich noch ist. Ich habe mir überlegt, da vielleicht mich da mal genau mit zu beschäftigen und dann ein separates Video dazu zu machen. Ich denke, das werde ich tatsächlich auch mal tun in den kommenden Wochen, weil ich es persönlich auch ganz interessant finde. Ich finde, an sich hat der WIX die letzten Wochen und Monate weiterhin einen relativ guten Job gemacht, weil wir ja im Prinzip seit Oktober mit einer kleinen Delle im Dezember eine extrem starke Rallye in den Aktienmärkten hätten. Dementsprechend gab es für mich auch wenig Gründe. Man sieht hier relativ schön seit Oktober ging es dann nur abwärts. Und diese Marke um 25 wurde im Endeffekt nie wieder wirklich überschritten. Und auch jetzt darf man ja den aktuell laufenden Pullback, es ist ja nichts anderes als ein Pullback, im Endeffekt laufen wir seit Juni 2022 mehr oder weniger seitwärts im S&P und jetzt eben seit Oktober haben wir uns von den Lows deutlich lösen können. Und wenn man sich den Weekly vielleicht mal noch dazu holt, erkennt man relativ deutlich, dass da weiterhin noch nicht zu viel Schaden entstanden ist. Wirklich viel Schaden würde meiner Meinung nach dann entstehen, wenn wir unter die Zone hier fallen, also quasi aus Anfang Januar diese Seitwärtsphase, weil wir dann quasi die Jahrestiefs rausnehmen würden, das mal als Punkt 1. Und zweitens halt auch diese Base, aus der der letzte stärkere Move hervorgegangen ist. Ja, deshalb das im Auge behalten. Ähnliches dann im Russell und in der Nasdaq, logischerweise. Dann Renditen habe ich ja gerade schon, das heißt Renditen, das ist jetzt der T-Bond Futures, also die Anleihe direkt, das heißt Kurs fällt, Rendite steigt aufgrund der inversen Korrelation. Hier wäre natürlich auch wünschenswert, kommende Woche, wenn man sich um den Bereich in etwa stabilisiert und vielleicht den 20-Day wieder zurückerobern würde. Das würde die Aktienmärkte definitiv stützen. Wie gesagt, wir bekommen keine Inflationsdaten. Das heißt, von der Seite kann wenig passieren. Dementsprechend das auf jeden Fall im Auge behalten und dann halt auch die Renditen. Da muss man natürlich auch sagen, gerade also die zweijährigen, also die kurzlaufendsten Kapitalmarktrenditen sind jetzt kurz davor, die Verlaufshochs rauszunehmen, um aus dem November und eben ganz kurz oder halt noch 18 Basispunkte, also 0,18% von der magischen 5%-Marke entfernt. Das heißt, da wären wir dann definitiv an dem Punkt, wo der Kapital, also die länger laufenden Staatsanleihen auch die Dividendenrenditen von ja, so ziemlich jeglichen Unternehmen oder zumindest auf breiter Basis vom Aktie oder vom S&P rausnehmen würden. Was wahrscheinlich den Druck oder was wahrscheinlich dann viele nochmal dazu bewegen würde, sich hier also quasi zu überdenken, wo sie ihr Geld in den nächsten Jahren parken werden. Also gerade die Leute, die halt nicht wirklich an den, ich sag mal, Kursgewinnen interessiert sind, sondern halt vor allem an der ja, regelmäßigen Dividendenzahlung oder halt stabilen Rendite und dann eine Seitwärtsphase in der Aktie oder sowas in Kauf nehmen. Da bietet sich natürlich dann so eine Anleihe deutlich besser an und wie gesagt, die Renditen sind mittlerweile definitiv wieder sehr attraktiv. Ja. Dann der Dollar auch gerade schon angesprochen, weiter relativ stabil. Wie gesagt, das ist halt erstmal vor allem ein Produkt der deutlich positiveren Aussichten aus Sicht der Währung bzw. dem Dollar, des Zinsniveaus der Fed, dass man hier eben davon ausgeht, dass das Peak doch nochmal etwas höher liegen wird um 0,25 Basispunkte und eben vor allem, dass diese Higher for Longer Rhetorik, das heißt einfach länger an einem höheren Zinsniveau festzuhalten, zunehmend realistischer wird. Ja, dann hier Kupfer letzte Woche mit einem relativ ekligen Move, hat die Woche davor angetäuscht, nach oben hin ja, den Move seit Jahresanfang fortzusetzen. Das wurde dann in der letzten Woche relativ schnell beerdigt, die Fantasie. Dementsprechend die Aktien würde ich jetzt mal die Finger von lassen. Und dann, was die Sektoren angeht, mit am positivsten gefallen mir persönlich noch Werte aus dem Industrial-Bereich und Halbleiter. Man sieht ja auch den ITA, das ist Aerospace and Defense, gehört ja auch zu den Industrials, der hält sich weiterhin relativ gut. Versicherungen habe ich schon angesprochen oder Financials an sich, die sind auch weiter relativ stabil. Dann natürlich sowas wie Staples, also Consumer Staples, also eher defensivere Sektoren. Allerdings muss man hier sagen, finde ich immer persönlich relativ schwer zu traden, weil die meisten Werte aus dem Bereich eine relativ geringe Average Daily Range haben, also relativ wenig Volatilität, wenn man so will. Dementsprechend bieten sie sich fürs Traden meiner Meinung nach nicht wirklich an. Ich warte dann lieber darauf, bis sich die Märkte an sich wieder ein bisschen stabilisieren. Das heißt, man von der Seite mehr Rückenwind hat und dann wieder so, ja, also in die Sektoren mit mehr Vola rein kann.
Zum Beispiel der SMH, also der Halbleiterbereich, aber auch der RKK oder der Cyber Security Bereich. Ja, der Energy Bereich, also der XLE, ist für kommende Woche auch relativ interessant, meiner Meinung nach, weil man sich hier jetzt an so einem kritischen, ja, Support-Niveau befindet. Das ist seit Dezember letzten Jahres, ja, so in etwa, ja, jetzt wurde jetzt das vierte Mal angelaufen. Also man sieht hier relativ schön diese eingezeichnete Zone, beziehungsweise die rote Linie um die 283 Dollar. Hat jetzt letzte Woche wieder gehalten. Wenn man hier drunter rutschen sollte, dann denke ich, wird es nochmal ein gutes Stück tiefer, oder könnte es nochmal ein gutes Stück tiefer gehen, weil eben, wie gesagt, ein relativ markantes Support-Niveau. Das auf jeden Fall im Auge behalten für die kommende Woche. Ja. Dann Gas, XOP, oder das spreche ich gleich mit den Einzelwerten an. Ich denke, das ist dann interessanter. Ja, dann vielleicht jetzt weg von den Indizes und den Sektoren hin zu den Einzelwerten und der Fokusliste. Ich habe im Endeffekt nochmal ein paar Dinge angepasst. Wie gesagt, ich habe jetzt aktuell selbst keine Position. Dementsprechend mal schauen, ob ich da nächste Woche was eröffne. Wird maßgeblich damit zusammenhängen, was der Gesamtmarkt macht. Solange ich von der Seite ja keinen Rückenwind sehe oder erwarte, werde ich da nicht ins Risiko gehen, weil ja, wenig Gründe. Wenn der Markt absäuft, dann taugt in der Regel auch das beste Setup nichts. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber die halt zu erwischen, die Wahrscheinlichkeit, ja, geht gegen Null. Dementsprechend ja, hier RVNC ist ein Biotech, hat sich letzte Woche relativ gut gehalten, allerdings ist hier das Problem, die melden kommende Woche Zahlen, dementsprechend das würde ich auf jeden Fall auch abwarten, vor allem bei dem Biotech. Dann NMIH und R&R sind beides Versicherungen, auch die, wie gesagt, halten sich aktuell noch relativ gut, gerade im Vergleich zum Gesamtmarkt, sind jetzt so um den 20, das heißt schönes Support-Level, gleiches für, gilt für R&R. Dementsprechend die für Continuation auf der Long-Seite im Fokus. Dann American Express. Die haben Anfang oder Ende Januar sehr gute Zahlen gemeldet, wie man hier in dem Upgap sehen kann. Dann jetzt länger konsolidiert, aber auch letzte Woche sich vergleichsweise gut gehalten. Dementsprechend bei einem Bounce für mich dann relativ interessant. Gleiches gilt für Interactive Brokers und LPLA. Zwei, ja, wie es der Name schon sagt, Broker. Ich glaube, Interactive Brokers, das kennt dann doch jeder. Auch hier gute Zahlen. Aktien im schönen Aufwärtstrend, letzte Woche auch zurückgekommen im Markt, allerdings lange nicht so stark. Gleiches Bild oder ähnliches Bild bei LPLA. Ja, dementsprechend für die kommende Woche auf der Watchlist. Dann noch aus dem Cyber Security Bereich Tenable. Auch hier sind die Zahlen durch. Aktie konsolidiert, aber in Summe noch ein relativ schönes, konstruktives Chartbild. Und dann aus dem Halbleiterbereich habe ich mal noch Diode mit drin. Das ist ein Supplier. Und ACLS. Einer der Highflyer aus dem Semiconductor-Bereich, auch ein Zulieferer. Wir sind letzte Woche auch mal ein bisschen zurückgekommen, allerdings in Summe natürlich weiterhin extrem stark. Und dann noch aus der, ja, Baubranche oder halt, wie sagt man, Zuliefererbranche halt im Construction-Bereich, Adcore. Auch hier starke Zahlen, jetzt länger seitwärts gelaufen und ja, so, sollte diese Base noch oben mit aufgelöst werden, dann relativ interessant wieder, meiner Meinung nach. Allerdings alles wirklich nur, wenn der Gesamtmarkt mitspielt. Macht wirklich keinen Sinn, sich da dagegen zu stellen, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn der Druck seitens der Renditen weiter zunimmt und wir da im 2-10-jährigen Bereich auf neue Verlaufshochs ausbrechen sollten, dann rechne ich erstmal, dann rechne ich im Aktienmarkt eher mit Jahrestiefs als mit großen Rebounds. Dann gerade schon angesprochen, der Gasbereich könnte auch wieder interessanter werden. Ich habe hier mal exemplarisch EQT und AR rausgepackt. Der Januar war ja relativ oder extrem warm, saisonal, also saisonal verglichen mit den Jahren zuvor oder dem Durchschnitt in Nordamerika, was auch einer der Effekte oder einer der Gründe dafür ist, dass die Inflationsdaten für den Januar so positiv sind, weil natürlich viel mehr Leute dann raus sind, man konnte viel mehr arbeiten, also gerade in der Baubranche zum Beispiel. Heizt natürlich das ganze Thema doch an. Jetzt haben wir allerdings wieder deutlich kälteres Wetter und auch Stürme, was natürlich dann den Gaspreis an sich direkt wieder anschiebt. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Und halt vor allem auch die Aktien wieder. Man sieht hier relativ schön EQT und AR das erste Mal seit, oder vor allem EQT halt seit, ja, seit November letzten Jahres wieder deutlich über dem 20-Day. Ja, mal sehen, wie nachhaltig das Ganze sein wird, aber auf jeden Fall was man im Blick haben sollte oder behalten sollte, meiner Meinung nach. Hier auch nochmal der Gas-Future, man sieht hier relativ schön, der US-Gas-Future hat sich jetzt von den Tiefs doch wieder deutlich erholen können und das erste Mal seit Dezember letzten Jahres wieder um den 20-Day Moving Average. Ja. Und dann auch noch zu beobachten ist, dass, ich meine, also das Dry Bulk Carrier,
also quasi nicht Refined Products oder Crude, also kein Öl oder Diesel oder sowas, Schiffe, also Tanker, keine Tanker dann sozusagen, sondern einfach Frachtschiffe, kann man vielleicht so sagen, SIM mal als Ticker oder auch Safe Bulk, also Starbulk Carriers, SBLK, dass die Werte sich so langsam wieder erholen oder halt neue Hochs machen. Man sieht hier, ja, 2022 im Endeffekt seit August oder halbe Jahr seitwärts gelaufen, dann eine relativ breite Base gebildet und die wird so langsam aber sicher nach oben hin aufgelöst. Kann man bei einigen von den Werten beobachten. Ja, finde ich auch relativ interessant. Es könnte dann auch hier mittelfristig wieder Chancen geben. Ist mir jetzt die Woche noch aufgefallen. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch allen viel Erfolg für die kommende Woche.